Lieber haben, nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Folge Nummer 8. Ich muss gleich dazu sagen, ich hoffe, dass es passt. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen, ja, da macht es gleich wieder Bumm. Ich habe ein bisschen in den Einstellungen von OBS, ja, ich würde jetzt mal sagen, rumgepfuscht. In der Theorie sollte es jetzt von der Qualität besser werden, auch mit der Selfcam, allem drum und dran. Ja, ob es dann auch wirklich so ist, sehe ich am Ende der Aufnahme. Ich habe jetzt zwar so einzelne kurze Durchgänge mal... Oh hey, was geht denn da ab? Einzelne Durchgänge probiert. Das sah da ganz okay aus. Aber muss ja nichts heißen. Von daher, ich hoffe, dass die Aufnahmen soweit gut werden. Wenn nicht, muss ich mir auf jeden Fall nochmal was einfallen lassen. Einfach auch aus dem Grund, weil... Irgendwie hat es die ganzen Einstellungen verzogen. Qualitativ ist es irgendwie schlechter geworden, habe ich in der letzten Aufnahme gesehen. Hat mir selber so gar nicht gefallen. Ja, da muss ich, sage ich jetzt mal, ein bisschen rumtüfteln. Wenn irgendjemand von euch total fit mit OBS ist, weil das ist mein Aufnahmeprogramm, dürft ihr gerne, wenn ihr irgendwelche Fehler, irgendwas findet, wo ihr sagt, boah, wieso macht ihr das so, das ist sicherlich die und die Einstellung, gern einfach Feedback dazu geben. So. Ich glaube, dass das Wasser... Das müsste eigentlich gut sein. Naja, probieren wir es mal. Ja. Jawohl. Ja. Da hat einer einen ganz schönen Durst. Okay. Wollte ich nicht noch irgendwas anpassen? Ich glaube nicht. Ah, Funkgerät. Funkgerät haben wir keins mehr. Boah, ich hoffe, wir haben noch irgendwo eins im Inventar selber. Ah, schaut schon wieder schlecht aus. Schaut schon wieder ganz, ganz schlecht aus. Was haben wir hier eigentlich? Na, das ist auch so. Nee. Nee. Ich glaube, da haben wir nichts. Was haben wir hier? Batterien. Jawohl. Ja, erst einmal wieder so ein bisschen die Übersicht finden. Doch, da haben wir eins. Sehr schön. So, da brauchen wir eine Batterie. Haben wir sicherlich in den Autos en masse. En masse. So. Ein kurzer Break für den Sponsor dieses Videos. Dieses Video wird unterstützt von Dubby Energy. Ein Shake Energy ohne Zucker, ohne Taurin, aber mit mega geilem Geschmack. Link und Rabattcode, um eure 10% zu sparen, findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video.
Hier keine Batterien. Okay. Ja, ist beschädigt. Nehmen wir her. Ist gut. So. Ja, das sind Handelswaren. Sonst passt das aber eigentlich soweit. So, dann einmal die hier. Einmal, jawohl. So, die hier, die hier, die hier. Gehen wir nämlich erst einmal schon mal etwas Holz schlagen. Ich weiß, ist jetzt aktuell gerade nicht unbedingt das absolute Nonplusultra. Aber muss halt trotzdem gemacht werden. Ganz bewusst gehe ich da aber ein ordentliches Stück runter. Weil hier oben... Ich will es nicht rausprovozieren, wenn jetzt die Bude so lang nicht aufgefallen ist, nicht geradet wurde. Ja, braucht man es nicht noch zusätzlich rausprovozieren. Ah, hier schaut es gut aus. Ah. Jawohl, Brennholz. Das ist das, was wir wollen. Den mal hier mit hoch. Außerdem müssen wir ja jetzt erst einmal wieder ein bisschen Blut auffüllen, nachdem wir ja eine Menge Blut gelassen haben. Aber lieber habe ich in dem Moment einfach Blut auf Vorrat, als ja, dass wir vom Gas irgendwie vergiftet werden. Okay, der hätte uns jetzt wieder erschlagen. Und nee, das wäre ja in dem Moment, wenn man es braucht und es dann nicht hat. Nee. Lieber haben nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Und so haben wir jetzt ein bisschen was auf Reserve, auch mit unserer Blutgruppe. Daher alles gut. Passt die ganze Sache. Ein bisschen Holz, so jetzt schnell ein bisschen was schlagen, um einfach auch da wieder einen kleinen Vorrat zu haben. Und vor allem, wenn wir nämlich die Spaltäxte dann ja verbrauchen, generieren wir auch Platz. Ja, so viel zur Thematik Platz. Ohnehin, um die Uhrzeit jetzt noch groß wohin zu gehen, ne, lohnt sich eigentlich nicht. So, jetzt hätten wir den Vorteil, wenn wir hinten das Tor, das Turmtor hätten, könnten wir auch hinten rum im Endeffekt in die Base rein, so müssen wir vorne rumlaufen. Wobei ich mit den Baumaßnahmen auf jeden Fall so lange warten würde, bis wir mindestens ein Codelock noch gefunden haben, weil ansonsten ist mir das einfach zu risk.
Ich werde die Folge auch schön knapp halten. Also etwas kürzer als so, ja, sonst. Um einfach, sollte es eine miese Qualität sein, da irgendwie halbwegs dann noch was retten zu können, zum Beispiel mit einem Schnelldurchlauf oder dergleichen. Weil, wie gesagt, ich hab's ausprobiert, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht so 100%, wie das jetzt von OBS, von den Einstellungen hinhaut. Weil, ja, warum auch immer hat es die Einstellungen vollkommen verzogen gehabt. Das war auch so ähnlich wie, ohne dass ich es irgendwie gesehen hatte oder gemerkt habe, dass die Audioports zwar die gleichen waren und alles auch angezeigt wurde, aber halt einfach das Voice nicht aufgenommen hatte. Lustigerweise ist das immer nach PC-Neustart. Dadurch, dass ich ja einen Laptop habe, klappe ich den meistens eigentlich zu. Da passt auch alles. Kein Problem. Gar nichts. Aber wirklich so überhaupt nichts. Alles in Ordnung, alles gut. Starte ich ihn aber komplett neu oder fahre ihn runter und starte ihn dann neu, tritt immer irgendwas in den OBS-Einstellungen auf, wo ich dann nochmal ran muss. Und das ist teilweise nervig. Vor allem, wenn dann, ja, richtiger Audio-In eingestellt ist, aber trotzdem kein Voice aufgenommen wird. Das ist, ja. Okay. Bumm. Ist die Frage, wo ist der runter? Müssen wir mal schnell schauen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall um die Ecke war es nicht. Klang auf jeden Fall in diese Richtung. Aber so weit können wir gar nicht schauen. Ja, und es wird bald dunkel. Und mir fehlt eine Menge Blut. Nee, den lassen wir mal ausnahmsweise aus. Dürfte wahrscheinlich gesünder für uns sein. So, packen wir mal alles zusammen. Oh, ich suche jedes Mal das Auto, das uns momentan fehlt. Bah. Hier. Da haben wir die Ledersitz. Und Waffenreinigung. Ja, wird doch langsam, aber sicher. Ja. Ja. Werden schon ein paar. Jetzt müssen wir nur noch das Teil da vorne fertig kriegen, weil dann können wir die Angelsachen davor packen. Was da reinkommt, weiß ich noch nicht so ganz. Dann wird... Ja, hier müssen wir auf jeden Fall schauen. Ich bin mir nämlich da sehr unsicher. Mit
mit dem Turmtor. Weil an sich müssten wir das fast hier hinbauen. Wäre aber wiederum dieses Zelt hier im Weg. Wobei mir mit... Nee, da ist ein Baum. Also hier müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. So einfach wird das nicht funktionieren. So, so langsam wird es auch mit dem Blut wieder besser. Jetzt futtern wir mal was hier. Wenn wir noch eine Tonne finden, könnten wir die Tonne hier hinpacken als ja, Munitionsschelter und hier rein zum Beispiel Wasserflaschen und sowas. Da haben wir ein Messer. Das wird jetzt eher ein Experiment. Oh, haben wir Wasser? Haben wir Wasser? Nee, natürlich wieder nicht. Es regnet doch nicht. Aber es scheint nass genug zu sein. Okay, okay, alles in Ordnung. So. Haben wir noch irgendwo eine Plastikflasche, die nicht mehr so ganz frisch ist? Ja, die hier. Probieren wir das nämlich mal mit der Reuße aus. Ach, die ist schon ruiniert. Okay, jetzt haben wir die Plastikflaschenreuße. Das Feuer ist wahrscheinlich wieder aus. Na ja, klar. Aber wir können schon mal was in den Müllverwerter reinhauen. Ah, hier zum Beispiel aber auch so ein Buchstand-Dings. So, jetzt machen wir es ganz einfach. Wir gehen hier gerade runter. Genau, und... Nein, ich muss nicht trinken. Ich will eigentlich die Reuse platzieren. Warum geht das nicht? Steht doch in der Hand. Doch
gerade irgendein... Haha. Okay. So. Aufstellen. Wir müssen einfach uns ein bisschen nasse Füße holen. Dann geht das schon. So, hier sind wir runter. Oh, Moment. Alter, wie viel sind denn das? Also da können wir auch mal hier auf Müllbeseitigungstour gehen. So. Ach, sei nicht so verfroren. So, jetzt warten wir erstmal ab, ob wir da jetzt dann irgendwie auch was Leckeres reinbekommen. Ja gut, die ist schon cool, aber... So. Ja. Gut. Dünger haben wir relativ viel. Ich denke mal, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal ein bisschen Holz schlagen. Hey, die ist voll ganz schön schips, die Wand. Gut, dass der eine Knick drin ist, ja, aber auch hier richtig eine Welle drin. Okay, jetzt wollte ich gerade schon sagen, oh, okay, wo ist die Klapperschlange, aber falsches Game. Wir sind ja in DayZ und nicht in Green Hell. Baum fällt. Na? Schön aufteilen hier. Ja, und keine Sorge. In der nächsten Folge werden wir soweit die Vorbereitungen auf jeden Fall schon mal komplett machen. Und gegebenenfalls, ich denke fast sogar ja, uns auf den Weg hoch zur Militärbasis. Weil ich auch jetzt nicht mehr allzu viel Zeit verstreichen lassen möchte. Ich habe einfach Bedenken, dass... Ja gut, ich denke nicht, dass das Auto despawnt. Aber ich habe Bedenken, dass sich irgendjemand das Auto unter den Nagel reißt. Weil... Ja, selbst wenn es geplündert werden würde. Das wäre jetzt noch, wo ich sage, ja, okay, komm, dann gönnt euch. Kein Problem. Aber... Ja. Nee. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ja, pack die halt mal weg. Wieso kannst du die nicht wegpacken?
Wieso packst du die nicht in die... Da, wo es hingehört. Ja. Wir werden dann jetzt auch gleich einen Cut reinhauen. Ich bin sehr neugierig, wie die Qualität von der Aufnahme ist. Ich hoffe, dass die Aufnahme soweit gut ist. Gut, Selfcam wird grundsätzlich immer hängen, weil die Selfcam ja digitaler Greenscreen ist und er das in Verbindung mit OBS, mit dem Encodern. Ich habe zwar eine 280 Super, aber selbst die hat da jetzt nicht so unbedingt den Bock drauf. Oder ich habe einfach nur die falschen Einstellungen. Also, wie gesagt, wenn ihr Plan davon habt, haut's raus mit den Infos. Ich bin da sehr, sehr dankbar, wenn mir da irgendjemand sagen kann, wie ich das optimieren kann, besser machen kann. Ja, wäre optimal. So, jetzt haben wir das schöne Holz, alles da. Ja. Ah, Moment. Nee, du weg. Nein, du. Ja, du weg. Du mit und du auch mit. So, und jetzt aber hier raus. Dass das so halbwegs ein bisschen zusammen ist. Weil wenn ich mich jetzt in die andere Richtung drehe, sollten die Brennhölzer wieder oben sein. Jawohl. Passt. Was will man mehr? Gut. Ein Beil haben wir noch zum Verbrennen. Sehr schön. So, das kommt auch noch raus. Dann jetzt aber. Haben wir die Tür zugemacht? Tür ist zu. Hier passt auch soweit alles. Machen wir hier die Tür zu. Dann. Ja, war jetzt dann doch auch wieder etwas. Ja, eine gediegenere, entspannterere Version von den Folgen. Ihr wisst trotzdem, wie es läuft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge, die dann doch ein bisschen mehr bietet, weil da machen wir uns dann soweit fertig und machen uns dann auf in Richtung zur Militärbasis im Norden. A, haben wir da noch ein Fahrzeug? Hoffentlich. Und B, wir waren ja noch nicht mal ganz durch. Das heißt, wir haben da noch einiges zum Einsacken. Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus.